Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Ja, wir sollten die gute Frau ja mal ausruhen lassen. Ich versuche trotzdem nochmal. Es wäre eine Weile in Gedanken sein. Ja, dann weiß ich nicht, was wir machen sollen. Wie sieht's? 31 trocknet, 53. Das sieht schon mal sehr gut aus. Wie sie. Ja, wie viel habe ich denn im Rucksack? 35, 30 Kilo sollte ich eigentlich nur drinne haben. Ich glaube, ich kann einige Sachen hier lassen. Pass auf. Nee. Ich kann in der Zeit mal meine Sachen reparieren. Genau, das kann ich tun. Was brauchen wir denn da? Ich muss zu der Kleidung, genau. Nicht zu, ganz zu der Kleidung, sondern zu dem, was ich trage. Aktionen reparieren. Natürlich nähen. Und nochmal reparieren. Sehr schön. Und reparieren. Doch, die ist auch wieder gut. Die machen wir auch gleich direkt fertig. Ach, wunderbar. Da klappt das schon wieder. Was mit den Schuhen? Kann man die auch reparieren? Stoff, getrocknetes Leder. Hab ich doch. Ich habe doch getrocknetes... Nein, ich habe das weggepackt. Oh, Schitter. Okay, gut. Die werden später repariert. Ein scharfes Stück Metallschrott von deinem Flugzeug taugt als improvisiertes Messer kaputt. Oh je. Ich muss mal kurz einmal... Scheiße. Dann kann ich das ja jetzt ablegen, ne? Lagerkoller? Du Scheiße. Wieso kriege ich sofort einen Lagerkoller? Ich verstehe das nicht. Nur weil ich mir jetzt mal irgendwo drin sind, will er lieber draußen in den Schnee rumtollen oder was? Was war das denn gerade? Komisches Geräusch. Ich weiß, für euch ist es jetzt gerade langweilig. Boah. Wie oft muss die denn repariert werden, ey? Okay, das habe ich schon. Ja, die Schuhe kann ich auch nicht reparieren, weil mir das auch fehlt. Die kann ich eigentlich hier lassen. Den repariere ich. Die repariere ich auch. So, gut. Wettstein. Mit dem man Klingen schärfen kann. Wo habe ich den denn her? Oh. Naja, immerhin. Kann ich schon wieder herstellen, ein paar Sachen? Das ist ja krass. Gut, alles, was ich herstellen kann, das stelle ich auch her. Okay, eine Fackel kann ich nicht herstellen. Ein Verband kann ich herstellen, das kann ich auch nicht. Doch, da kann ich noch was herstellen. Mache ich auch mal eben. Ich habe ja genug Stoff.
Ich habe ziemlich viel Stoff. Okay. Müde zu sein. Wir sind jetzt hier, genau. Wir sind das Ausrufezeichen. Genau. Hier war der Flugzeugabsturz. Dann sind wir hier so lang. Dann sind wir hier über die Brücke. Dann sind wir da lang. Die Kirche. Hier ist das Dingens. Da ist ein Kurzwellenturm. Oh, da müssen wir nochmal hin. Und hier ist die Tankstelle. Genau. Meide es, 18 Stunden in geschlossenen Räumen zu schlafen. Verbringe Zeit im Freien, um dich zu erholen. Oha. Aktionen. Gut. Ich soll nach draußen gehen. Im Dunkeln. Wolf. Ach, es wird erst dunkel. Da hinten war ein Wolf. Warum laufe ich eigentlich immer noch mit... Oh, Schärfen. Das machen wir mal eben, aber machen wir mal draußen. Noch haben wir Zeit. Boah, wie lange kann ich die denn schärfen, ey? Okay, jetzt muss ich was trinken. Den Wolf sehe ich natürlich jetzt nicht mehr. Nö, dann sehen wir jetzt. Wieso kann ich denn die Axt nicht ausrüsten? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Waffen. Ja, eine Schusswaffe wäre ja auch ein bisschen. Dann ist das wenigstens. Oh, roh. Oh, roh. Nee, gegart. Roh, oh. Ja, dann müssen wir aber noch mal was machen hier. Das muss ich ja erstmal noch garen. Ein altes Weib. Roh. Verdorbenes Reh. Ach du Scheiße. Können wir es trotzdem essen? Ich denke nicht, ne? Komm, ich gar das mal. Wenn nicht, müssen wir das wegschmeißen. Oder wir geben der Alten das. Wir können Kaffee kochen? Hä? Tee? Kräutertee? Achso, okay. Geschmackloses Kaninchen. Entschuldigung, er hat keine Gewürze mehr mit dabei. Ah. Oh. Trinkbar, 5 Liter. Toilettenwasser. Ich kann mich daran erinnern. Das will ich nicht. Ja gut, Mädel. Du bleibst mal da liegen. Ich mach mal jetzt ein bisschen higher. Aber ich gehe nach oben. Und schlaf in deinem Bett. Was? Soll ich jetzt draußen ein Nickerchen machen oder was? Ach, das gibt's doch nicht, ey. Soll ich draußen durch die Gegend wandern? Oh, Lagerkoller. Lagerkoller, es ist jetzt ganz schlecht rauszugehen.
hier nicht rausgucken. Ganz schlecht jetzt rauszugehen. Ganz schlecht. Da sind Wölfe draußen. Kann ich denn warten so lange? Nee, wäre schlecht. Och, weil ich diesen scheiß Lagerkoller habe, ey. Du hast schon lange keine frische Luft mehr geatmet, dass du das Gefühl hast, die Wände rücken immer näher. Du bist 15 Stunden lang nicht mehr in geschlossenen Raum. Was? Wenn ich jetzt aber draußen pennen gehe, bin ich tot. Dann bin ich tot. Frau, was sagst du dazu? You've come back. Oh. Okay. Yes. I'm still looking for my friend. Anything you can remember might help. They said there were bad men who came from the tunnel. Your friend, the woman, she must have passed through there. Tunnel? The only way through the mountains. The only way she could have gone. Grandmother wants to know what happened in the night. I heard the angry voices, the angry wind, but the rest is a mystery. Go to the tunnel and tell me what you find. Wölfe? Es gibt da draußen viele Wölfe. Sobald die Leute weg sind, sind sie schon zur Stelle. Hast du eine Idee, wie ich mich verteidigen könnte? Mein Gewehr bleibt schön bei mir. Es gibt da aber vielleicht noch andere Methoden. Früher verjagten wir sie mit Feuer. Eine Fackel wäre die Lösung. Wir bastelten sie immer aus Holzstöcken und einem in Petroleum getränkten Lappen. Das werde ich mir merken, danke. Schneestürme? Du hast einen Sturm erwähnt. Ab und an rauschen hier Schneestürme von den Bergen durch. Dann sitzen die Leute in ihren Häusern fest. Oder schlimmer. Schlimmer. Sie wandern ziellos im Kreis umher und sterben dann doch kurz vor ihrem Haus, manchmal sogar direkt davor. Und sie sagen, die graue Mutter wäre blind. Ha. Okay. Es ist schon eine Weile her, dass die graue Mutter jemanden bekochen durfte. Nimm dir etwas Suppe, bevor du gehst. Danke. Dankeschön. Wo ist die Suppe? Oh, Suppe, 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 Suppe. Hausgemachte Suppe. Die essen wir. Oh, das tut gut. Ja, das ist schön. Temperatur steigt. Oh. Story, Schneeschirm. So, Kann noch mehr Suppe nehmen? Nö. Wann hat die denn die Suppe gemacht? Zusammenbruch. Ja, gut. Wann hat die denn die Suppe gemacht? Jetzt mal ohne Scheiß. Oh. Ich kann keine Fackel machen. Lampenöl. Oh nein, ich habe kein Lampenöl. Das liegt da hinten. Ich würde so sterben. Oh mein Gott, ey, das gibt's doch nicht. Ich trinke gerade Toilettenwasser. Das ist so widerlich. Oh, scheiße. Ich gehe nochmal kurz raus. Irgendwas sagt mir, ich sollte das speichern. Ich weiß nicht. Wolf? Wolf? Wolf. Sieht nicht aus wie ein Wolf. Okay. Ach, wieso kann ich das jetzt schon ja nicht platzieren?
So. Mit Bargeld, jo. Ich mach Feuer an und leg mich dann schlafen, weil neben dem Feuer werden die ja dann wohl nicht kommen. Hoffe ich. Well, that didn't work. Mein Feuer ist ganz weg. Irgendwo hier im Wolf? Mein Feuer ist komplett verschwunden. Es wurde gerade eingeschneit. Bitte, 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 bitte. Das sieht sehr gut aus. Ja, das ist sehr schön. Schön. Ich habe Feuer gemacht. Kann ich mich jetzt dazulegen und schlafen? Ich mach's jetzt einfach. Gute Nacht. Und morgen früh bin ich erfroren. Oder von Wölfen gefressen. Unterkühlungsrisiko. Eieiei. Unterkühlt aufgewacht, ja. Du wolltest ja auch unbedingt, dass ich da nicht pennen gehe. Never felt so cold in my life. Ah, jetzt wird es hier wieder warm. Hier, gucke mal. Das ist schön leckere Suppe. 72% getrocknet. Ja gut, das kann ich erstmal hier noch so liegen lassen. Mutti. Die hat uns nichts mehr zu sagen. Wir tauen gerade auf. Aber ich weiß schon, wie ich das schneller mache. Und zwar, indem ich mir einfach mal eine Dose Kaffee mache. So, und jetzt kann ich den auch... trinken. So, Temperatur steigt und für Erschöpfung verringert. So, altes Mädchen. Wie sieht es denn eigentlich mit meinem ganzen Kram aus hier? Oh, 27, Dingsbums, gut. Regegard. Gegard, gegard, gegard. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. So, ich weiß zwar nicht, wo die junge Frau jetzt meinte, wo wir hin sollen. Unter irgendeinem Tunnel oder so. Da schauen wir doch mal eben auf die Karte. Upsala. Ah, da. Mhm. Ah, hinter der Tankstelle und... Ah, ja, okay, okay. Gut. Können wir machen. Ich hatte sowieso vor, noch mal ein bisschen spazieren zu gehen da hinten. Und noch mal meine Sachen zurückzuholen, die ich alle an der Tankstelle liegen lassen habe. Scheiße. Scheiße. Oh nein, jetzt laufen hier auch noch die Wölfe hier rum. Oh, und ich habe kein Lampenöl. Oh, merken, Lampenöl nicht vergessen, ey. Scheiße.
Dass du hier aus den Fenstern nicht rausgucken kannst. Das ist so ätzend. Okay. Du bist noch da? Ich wollte nur gucken, ob du wirklich noch da bist. Der ist noch da. Fuck, was mache ich denn? Ich habe kein Gewehr. So, den Tunnel, der aus Milton herausführt. Die graue Mutter möchte wissen, was dort passiert ist. Warum muss ich das tun? Boah, kann der Wolf nicht einfach mal verschwinden? Ach, das ist nicht wahr. Der ist voll auf mich zugerannt. Ich kam gerade noch rechtzeitig rein. Ah, scheiße. Ja gut, dann komm. Dann müssen wir jetzt halt ein bisschen Wartezeit... Upsala. Vertrödeln. Ich hab einen Lagerkoller immer noch. Okay, ich wollte sowieso noch was reparieren, fällt mir gerade ein. Kaputt. Ja, dann können wir das auch ablegen, ne? Aktionen zerlegen, nee, brauchen wir nicht. Hier. Aktionen reparieren bitte einmal. Schön. Wieso kann ich die nicht ausrüsten? Wieso kann ich die nicht ausrüsten? Das ist doch auch eine Waffe. Damit könnte ich mich doch auch verteidigen. Lagerkoller geheilt. Lagerkoller... Hä? Oh, wehe, der ist jetzt noch da. Er ist weg. Wo ist der? Wieso ist der jetzt so abgehauen? Mir dicht nichts, was dem irgendwie hätte Angst machen können. Da hinten ist noch eine Holzhütte. Scheiße! Oh mein Gott! Das war ich jetzt nicht vorbereitet, ey. Verbände, stelle sie her, um Blutungen zu stoppen. Blutverlust tötet dich, daher musst du die Blutung stoppen. Ein einfacher Stoffverband kann dir das Leben retten. Verwende das Herstellungsmenü, um einen Verband herzustellen. Stoff findest du in der Umgebung. Du kannst auch Kleidung zerlegen, um Stoff zu gewinnen. Hau ja ab, du Vieh. Scheiße. Ach du Scheiße, jetzt habe ich schon voll die Probleme. Was ist denn hier? Antiseptikum, Schmerzmittel, Antibiotika, was, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Infektionsrisiko, Antibiotika, oder? Gut. Und schnell den Verband drum. Alter. Ich wusste doch noch, dass das Vieh hier irgendwo war. Ich weiß auch, warum der hier ist. Ich kann also doch nach einer Waffe wählen. Guck mal, da hinten... Ne, ist ein Häschen. Wenn mich also so einer angreift, kann ich eine Waffe wählen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich glaube, das ist unser Freund.
Das ist das Häschen. Hier ist sonst nichts. I'm gonna have to leave something behind. Bohrt sich das grauenvoll an. Ach so, ja. Na gut, ich laufe jetzt trotzdem erstmal wieder hier lang. Ich wusste, dass das Vieh noch irgendwo da war, ey. Meine Güte, habe ich mich erschrocken. Aber gut, jetzt weiß ich, dass ich den nicht unbedingt aus dem Weg gehen muss. Denn ich kann mich verteidigen. Wo ist eigentlich, da ist der Sendeturm. Okay. Ich soll ja erst da hinten hingehen. Gehen wir da auch hin. Ich esse mal eben ein was gegart. Und ein bisschen was trinken. Da, jetzt kann ich auch ein bisschen... Na, allzu fit bin ich jetzt nicht unterwegs. Hat mich das Vieh gebissen, ey. Meine Güte. Ich hatte ja jetzt auch wirklich keine Chance, mir irgendwie zu entkommen. Da, der ist immer noch am Fressen. Das heißt, diese Kadaver, wo die Wölfe fressen, sind fest. Ich muss da mal rein und mir mal mein Lampenöl holen. Vielleicht kann ich auch wieder ein bisschen was zurücklassen. So, ach so, ja. Was lassen wir denn da? Ich möchte eigentlich gar nichts da lassen, wenn ich ehrlich bin, ey. Ich muss ja irgendwas da lassen. Gut, das Reh lassen wir mal da. Und was lassen wir noch da? Die Schuhe. So, das lasse ich erstmal da. Ach, jetzt habe ich mal Lampenöl mitgenommen. Möchte ich nämlich schon Lampenöl. Kann mir nämlich eine Fackel bauen. Kein Werkzeug, einfaches Werkzeug auswählen. Cool. Schön, wir haben eine Fackel. So, meine Lieben. Ich sage jetzt aber erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.